Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit dem Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir waren das letzte Mal in der Talmor-Botschaft und ja, haben die einmal ein wenig aufgemischt. Aber ihr habt gemerkt, dass unser Großvater gerne einen Kopfschmuck hat. Und wir waren da jetzt kurz einmal zu Hause, haben das Zeug abgeliefert und haben noch einen Helm für ihn gefunden. Der passt zwar nicht zu der Rüstung, aber er mochte ihn am liebsten. Ja? Mit dem kann er nämlich unter Wasser atmen auch, der ist ein wenig verzaubert. Gut so, auf die Questkarte geguckt und das nächste, was wir machen, ist der Quest eine Ratte in der Klemme. Die Talmor wurden von der Rückkehr der Drachen genauso überrascht wie wir. Das haben wir jetzt das letzte Mal herausgefunden. Ich habe herausgefunden, dass sie nach einem Mitglied der Klingen namens Esbern suchen. Laut Delphin ist er ein Spezialist für alte Drachenkunde. Wir müssen ihn unbedingt vor den Talmor finden. Das heißt, wir schauen gleich auf der Karte, wo wir da hinreisen müssen, nach Rifton. Ja, lass uns da rein. Und wir reisen da mal hin und schauen, was dieser junge Mann oder alte Mann zu sagen hat. Wir müssen ihn wahrscheinlich auch vor den Talmor schützen, ja? Weil sonst kommt er auf die Streckbank und dann ist wieder alles beim Teufel. Aber ja, so schnell wie wir in der Himmelsrand unterwegs sind, hat er gute Chancen zu sterben. Aber wir werden uns diesmal ein wenig beeilen. Mein Wort in Gottes Ohr. Ja? So, wieder mal in Rifton. Ja. Da steckt ein Pfeil. Wieso steckt denn ein Pfeil? Was geht denn hier ab? Ah, ja, ich werde da. Wie spät ist denn? Was? Raucht's da oder ist da Nebler? Oder? Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Auf jeden Fall, ja. Wir fahren dann gleich mit dem Boot raus. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Es gibt nichts Schöneres, als im Hondrichsee zu angeln. Ihr solltet es angeln. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Und warum soll ich das jetzt tun? Verflixt nochmal. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Begonnen. Reine Glückssache. Bepapo. Das will ich eigentlich gar nicht, ja. Wie soll ich das nur machen? Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Das kann ja auch nur mir passieren, ja. Das will ich nicht. Oh. Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Okay, das will ich alles nicht. Ich bin bereit. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ja, hab mich gern. Ich will also, Mädel, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit. Sagt mir, wenn es losgehen soll. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ja, schmarrn nicht. Gleich noch mehr. So, komm her. Aha. Okay. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt! Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Kommt alle her! Ja, wenn ich nur wüsste, wer das ist, gell? Okay, Verschiedenes, denke ich mal, oder?
wo ist denn das Zeug? Weiße Fläschchen, die verbundene Legende, paar. Ja, müssen das einmal annehmen. Ich glaub's ja nicht. Wieso ist denn der Schmarrn jetzt? Verflixt nochmal. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Wo ist denn der Blöde? Über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßener mit Wasser vermischte Nirm. So, komm, du Weiser. Verflixt. Na. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Noch einmal, das glaube ich ja nicht. Meine. So. Damen und Herren. Abgeschlossen, okay. Hm? Falmerblut-Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Was machen wir da jetzt? Unsichtbarkeit, verflixt noch einmal und Lautlosigkeit. Oh, die rechte Hand und Lautlosigkeit. Da rein. Gebt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Oder habt ihr das dann? Ja, hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben, aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt. Was muss ich da jetzt da rein tun? Sonstiges, gell? Oder? Ich stehe schon wieder voll am Schlauch. Das war's, gell, oder? Platzieren. Ah, nicht? Was denn noch? Kleidung. Feiner Hut. Ah, das war er, glaube ich, gell? Das war's für heute. Denk nicht mal in Traum. Ihr braucht etwas? Verschwendung. So. Ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Worauf? Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Okay. Hier, bitte, eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Ja, aber jetzt mal schnell raus, da. So, Reine, haben wir gesprochen? Wir sind ja schon fertig. Aber, ja. Leute, das ist ein wenig konfus jetzt. Eine Glückssache, weg damit und das. Aktiviert. Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal. Ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Das schaffe ich, die Bezahlung ist wirklich gut, aber auf keinen Fall, es war falsch, diese Dinge zu tun. Okay. Aber ehrlich gesagt, Leute, ich mache da jetzt kurz mal einen Schnitt und schau, dass ich da jetzt den richtigen Mann erwische, okay? Hier gibt es Schönsten. Meine Augen, ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Ja. Aber egal. Ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will da nur was anderes. Das schaffe ich auf keinen Fall. Das war falsch, die Dinge zu tun. Arrogant, was? Macht, was ihr wollt, aber hört zu. Ja. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr Vernunft angenommen habt, trefft mich dort und wir unterhalten uns über eure Zukunft. Reine Glückssache abgeschlossen. Endlich, ja.
solange der Vorrat reicht. Geschäftliche Angelegenheiten wollen wir nicht. Die zersplitterte Flasche, wo ist denn die jetzt schon wieder? Das da? Ne. Ah, Leute, sorry, aber ich bin da. Wo ist denn das Zeug? Schmuckstücke, wie nur die legendären algonischen Handwerker sie herstellen können. Warum ein Risiko einnehmen? Ich sage euch, dass ich... Verflixt? Geschätzter Kunde, darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Stimmt, das gehört euch nicht. Ihr seid verhaftet, Brandschein. Okay, das ist da irgendwo unten und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Drum werde ich jetzt auch wieder mal einen Schnitt machen und mich da mal kurz einlesen, okay? So, Leute, wir haben den Rattenweg gefunden. Das ist nämlich der Weg da unten. Der am Kanal vorbeiführt. Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Okay, ist schon gut. Ja, und da müssen wir runter zum Kanal und den Weg entlang und da rein, okay? So, öffnen Rattenweg. Ja, also die Folge ist ein wenig konfus. Wie halt immer beim Toso. Ist ja egal. Schauen wir mal, ob der jetzt endlich ein paar Informationen für uns hat, weil das kann ja wirklich nicht sein, ne? So. Was ist denn da? Da geht's ja noch tiefer runter, Leute. Ja. Okay. Ich weiß nicht, hier drüben. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Es ist das, was ihr wollt. Ja, Alter, was ist denn jetzt los? Und wer bist denn du überhaupt? Ja, bevor wir da was machen. Mach das nicht. Okay, Leute. Und als nächstes gehen wir dann wieder mal mit der Zerstörungszauber ans Werk. Was ist denn da los? Seid ihr ganz blöd? Beeilt euch. Okay. Was war mit dem jetzt überhaupt? Solche Idioten. Haben wir uns da schon wieder verfranst? Das kann ja nicht sein. Rattenweg, Rattenweg, okay. Wir müssen da irgendwo rüber. Da. Geht da jetzt wieder raus, oder was ist denn da? Das dürfte der Brunnen sein, in der Mitte vom Marktplatz, gell? Was ist denn mit den Jungs da los? Blöde Kuh. Ich bring euch um, wenn ich muss. Okay, na ja? Gut. Was machen die Jungs da mit mir? Die zersplitterte Flasche, okay. Also versteht ihr das? Habe ich da was übersehen? Bin ich total? Ja, ich bin schon von schlichten Gemüt, aber... Ist Großvater auch noch dabei? Ja, schon. Da drüben ist das Zeug. Wie komme ich jetzt dahin? Meine Güte. Egal, wir machen das noch einmal. Bevor uns die wieder angreifen.
dann werden wir da wieder. Hör schon auf, Brynjolf! Diese Zeiten sind vorbei! Ich sage, sprecht wieder mit mir! Wenn ihr euch das sicher immer unter Beweis gestellt habt, ist das nicht der richtige Ort. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Auf sterbenden Gattung an. Die Dinge ändern sich. Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Mädchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Ist okay. Hierher zu kommen war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Ja? Also, nun, da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Verflixt. Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Ja, bla bla bla. Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Ist so gut wie erledigt. Bekomme ich eine... Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Habt ihr schon etwas für uns? Habt ihr irgendwelche Tipps über Gräber? Was ist Helgas Geschichte? Ich suche einen alten Mann, endlich. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Er versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Abgeschlossen. Suche Rattenweg nach Esperns Versteck. Finde Esbern in der Wohnkaserne im Rattenweg, ja. Ja, und was heißt denn das jetzt? Ja, fragen wir gleich weiter. Ist es schon wurscht? Was ist Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Optional, ja, pipapo, habt ihr irgendwelche Tipps über... Papa? Kirawa ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, verstehen wir voll und ganz, okay. Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Okay. Das wäre eigentlich jetzt die... Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Schön zu wissen. Verflixt. Das nächste ist, finde Esbern in den Wohnkasernen im Rattenweg. Okay, das werden wir machen. Die Flammen in Finnland. Badenakademie. Leute, was ist denn jetzt los? Verschiedenes. Geschäftliche Angelegenheiten. Genau, das ist die Diebesgilde. Was soll's? Egal, Leute, wir machen hier einen Schnitt. Das war wieder extrem konfus. Habt ihr schon etwas für uns? Beim nächsten Mal gehen wir nämlich da rein. Ich denke, dass man mir Informationen geben kann. Ist schon okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns nicht verfahren. Hoffe ich doch. Wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Es lebt die Legende. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Toso. Für wahr, ciao. Für wahr, das Drachenblut ist da. Kommt später wieder.